Aus der ganzen Schweiz kommen neue Talente ins Theater Elf auf Zürich. Und sie freuen sich, dass sie am gleichen Ort dürfen auftreten wie die alten Hasen in der Branche. Sie auch hier? Ah, im April. Ihre Vorbilder? Es sind alles das grosse Vorbilder, die etwas machen, was es noch nicht gegeben hat in dieser Form. Wir nehmen vielfach klassische Stücke aus der Oper. Und ich meine, es sind ganz verschiedene Sänger. Da ist ein Jazzsänger, ein R&B, ein Pop und ein Rocksänger. Und trotzdem nehmen wir die Stücke in Ehrfurcht und machen unser eigenes daraus. Das sind alles zusammen gestandene Fachleute. Christa Rigozzi, der ganz sicher wird Wert auf die Darbietung und auf Schönheit legen. DJ Bobo, der genau weiss, was im Showgeschäft gefragt ist und auch Qualität kann beurteilen kann. Und ein Roman, der einfach seinen Spass will und den Spassfaktor für das Publikum in den Fokus rückt. Also ich denke, das sind alles kompetente Leute. Wir werden es geniessen von Ihnen, ganz sicher. Ich freue mich aufs Feedback. Was ist euer Traum? Unser Traum ist ganz sicher, möglichst viele Leute zu berühren und zu inspirieren. Und wie macht ihr das? Was werdet ihr machen für uns? Wir singen. Ah, und wenn ich merke, synchron. Also wir singen, wir sind Phänomen und wir stehen für Leidenschaft, für Gefühl, für Stolz und für Kraft. Also, dann gehört die Bühne jetzt euch. Okay. Viel Spass. Danke. Cuando me vi desnudo sin aliento, arando un mar desierto sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré. Toller Look, so kommt man auf die Bühne. So muss es aussehen wie jetzt genau bei euch. Und ich habe mich gefreut über die Songwahl, grossartige Wahl von diesem Titel. Das ist immer etwas ganz Entscheidendes, im richtigen Moment den richtigen Song zu präsentieren. Und ich habe mich gefragt, woher du mit 20 diesen Power und die Stimme genommen hast. Das ist gerade gekommen wie ein Orkan über uns. Also herzliche Gratulation zu dieser Performance. Also da gibt es glaube ich keine zweite Meinung zum Thema Kleiderwahl. Oder wenn euch der Bobo schon lobt, der ja im Trainerjäckli heute Abend hierher gesessen ist. Ja.
fällt es ihm natürlich auch speziell auf, aber tatsächlich, sie sind wirklich sehr schön angelegt. Und ich schwöre euch, wir hocken ja schon seit Stunden und Tagen da und wir haben schon so manchmal aus dem Blechnapf müssen fressen. Endlich sind wir mal satt worden, auch gefühlsmässig. Danke, schön. Merci. Merci vielmals. Merci vielmals. Ja oder nein, Roman? Natürlich ja. Christa? Sie. Dreimal ja. Bravo. Merci.